Falls ihr noch günstige FIFA-Coins, PSN oder Xbox Live-Cards braucht, checkt gerne mal meinen Sponsor IG4Dog. Den Link und den Rabattcode findet ihr natürlich unten in der Videobeschreibung. Außerdem gibt es noch neue Sachen in meinem Shop, also wenn ihr Bock habt, könnt ihr da auch gerne mal vorbeischauen. Link ist natürlich auch in der Beschreibung. 3, 2, 1, Nosepack, let's go, come on! Bitte, Mann, Hummels vorne drauf und dann noch Mbappé und Salah drin. Oder Salah oder und Mbappé, ist mir auch egal. Nice! Was geht, Leute, und herzlich willkommen zum neuen FIFA 18 Foot Champions Pack Opening auf meinem Kanal. Und heute gibt es mal wieder die Top 100 Rewards, diesmal von Matthias. Lasst gerne wieder ein Like da, wenn euch das Video gefällt. Eskaliert mal mit dem Like-Button, Leute. Es war ein richtig, richtig geiles 11 Inform Pack. Ich würde sagen, die 3333 Likes sollten auch wieder easy drin sein. Danke an jeden, der mich da unterstützt. Und natürlich auch gerne abonnieren, falls ihr noch nicht abonniert habt. Ihr könnt gerne auch die Glocke aktivieren. So verpasst ihr natürlich kein Video mehr. Und ja, ich habe es euch schon gesagt, wir haben heute die Packs von Matthias geöffnet. Einige kennen ihn vielleicht aus FIFA 17. Da haben wir ein paar Mal die Packs von ihm geöffnet. In FIFA 18 ist es das erste Mal. Trotzdem nochmal ein großes Dankeschön. Ich packe euch die Links zu seinem Twitter-Profil und zu seinem Twitch-Kanal mal unten in die Videobeschreibung. Könnt ihr also gerne mal abchecken. Ich würde mich natürlich freuen. Er wird sich natürlich auch freuen. Also gerne mal abchecken. Er ist auf jeden Fall ein richtig guter FIFA-Spieler. Bleibt auf jeden Fall dran, denn ich habe euch in dem heutigen Video auch mal sein Team gezeigt. Und er hat gezeigt, dass man auch mit einem relativ günstigen Team einfach mal locker 39-1 raushauen kann. Also Respekt nochmal dafür. Richtig kranke Leistung mit diesem Team. Wie gesagt, ich werde es euch gleich zeigen. Und dann natürlich noch das 11-Info-Pack und die 100k-Packs. Es waren 88er plus Walkout in den 100k-Packs. Es waren in den 100k-Packs sogar zwei Walkouts in einem Pack. Und das 11-Info-Pack war auch heftig. Also bleibt bis zum Schluss dran. Ihr solltet kein Pack verpassen. Es hat sich gelohnt, ich sag's euch. Ihr habt es im Intro schon gesehen, ich habe mein Bett wieder zerstört. Also einfach mal alle Hashtag RIPBett in die Kommentare, Leute. Es ist mal wieder kaputt gegangen, aber ihr seht gleich warum. Ich würde sagen, wir starten die ersten Packs. Checkt natürlich noch gerne meinen Shop aus, falls ihr Bock habt auf die nice Hoodies hier in Rot, in Blau, in Grün und noch viele weitere Sachen. Außerdem die neue rote Autogrammkarte gratis zu jeder Bestellung dazu. Von mir natürlich persönlich unterschrieben, also gerne abschicken. Wir starten ins Video. Let's go. So, Leute, wir sind auf dem Account vom Matthias und ja, in FIFA 18 ist das erste Foot Champions Pack Opening, das wir auf seinem Account machen. In FIFA 17 haben wir schon einige gemacht. Danke auf jeden Fall nochmal an dich, dass du uns hier deinen Account zur Verfügung stellst. Ich werde euch am Ende des Videos nochmal sein Team zeigen. Also bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran, denn ja, ich würde sagen, auch er hat es mal wieder gezeigt, dass man auch mit einem Cheat-Team trotzdem eine absolut kranke Leistung machen kann. Ihr seht es, Platz 68, 39-1 rausgehauen und wie gesagt, er hat wirklich kein krasses Team. Das werde ich euch am Ende nochmal zeigen, damit man sieht, dass man nicht unbedingt ein heftiges Team braucht, um 39-1 oder so rauszuhauen. Naja, egal, was soll's. Wir schauen mal, ob wir natürlich heute auch gute Packs rausholen. Wir starten mal erstes Pack. No Spec wie immer, let's go, come on. Schauen wir nochmal, Leute. Und jawohl, 83er plus wird es schon, weil ich habe es schon mal erlebt, dass hier ein 82er oder so drin war. Polen! Nein! Oh! Das gibt es nicht! Ey, stell dich mal vor, wir starten hier. Ey, mit einem Lewandowski rein. 91er Rated Lewandowski im ersten 100k-Pack. Das Ding ist, Lewandowski ist, glaube ich, 200k wert oder so. Ich weiß nicht, zwischen 200 und 300k ist er, glaube ich, wert. Für einen 91er-Spieler jetzt auch nicht so krass, um ehrlich zu sein. Aber es wird, verdammt nochmal, nur Pisscheck. 83er Rated Pisscheck. Oh Mann, ey, das gibt es doch nicht. Das ist immer der größte Prank, Mann. Polen und dann wird es Pisscheck. Ja, okay, das war ein Broke, das 100k-Pack. Sei denn, hier ist so irgendwie Martial oder Christus oder so. Arnautovic, der hatte mal einen Inform, ist aber schon länger her. Sonst ist hier auch gar nichts drin. Oh mein Gott. What? Was war das für ein 100k-Pack? Es hätte so krass werden können. Mit der Polenflagge und dann wird es sowas. Ja, okay. Direktes Scheiß-Pack. Werden wir alles mal auf die Transferliste packen. Ich denke mal, da kann man nicht so viel rausholen, aber na, wir schauen mal. Vielleicht wird es jetzt besser. Zweites, wir werden jetzt mal das hintere öffnen. Und zwar das hier. Okay, das muss jetzt heftig werden, um das erste Pack auszugleichen. Let's go. Come on. Bitte. Ikone oder so. Ich will mal echt die Ikone hier haben. Come on. Ja, sieht schon mal gut aus. Keine Ikone. Kein Inform. Es wird nur eine normale Goldkarte. CTV. Nein, ey. Es wird. Mann, Alter. Holland. Ich habe nur gewartet, dass jetzt die rechte Mittelfeld oder ich weiß gar nicht, ist Robben rechtes Mittelfeld oder rechter Flügel? Ich weiß nicht. Ich habe ja Robben zu Beginn von FIFA einmal gezogen. Ich glaube, das rechtes Mittelfeld. Müsste rechtes Mittelfeld sein. Schon wieder, ey. Es hätten jetzt Lewandowski und Robben sein können. Es sind stattdessen De Vrij und Piszczek. Läuft auf jeden Fall ziemlich, ziemlich gut. Naja, okay. Das letzte 100k-Pack. Da liegt jetzt gleich die ganze Hoffnung drauf. Wir
schau mal. Komm, gib wenigstens einen Jesus oder Martial oder irgendwie sowas. Lalana Goretzka, naja, ist in Ordnung, Lalana und Goretzka. Ich weiß nicht, Goretzka war mal 20-30k, werden mal schauen, was der jetzt mal bringt. Ja, 10-15k vielleicht, auch nicht so geil. Und Martial und Jesus sind ebenfalls nicht drin. Also auch wieder ein ziemliches Kackpack, Mann. Läuft echt nicht so gut, Mann. Du, Pirlo, Alter, absolute Legende. Hat ja jetzt seine Karriere beendet. Alle Hashtag Pirlo in die Kommentare, wenn ihr den Typen gefeiert habt. Und wenn ihr ihn in FIFA 19 vermissen werdet. Ich werde ihn auf jeden Fall vermissen, auch wenn ich seit 2 Jahren nicht mehr mit dem Typen gespielt habe. Aber war trotzdem immer eine Legende, Mann. Was soll's? Letztes 100k-Pack, Leute. Letztes 100k-Pack. Come on, Alter. Das muss jetzt, sonst waren die 100k-Packs sowas von schlecht, aber sowas von. Ja, aber vielleicht wird dann das Elfin vom Pack besser. Wir schauen mal. Let's go, come on. Ein guter Spieler, komm, einer reicht schon. Komm, ja, 83er Plus, keine Ikone, kein Inform, normale Goldkarte. Schon wieder. Rechtes Mittelfeld. Ja, diesmal wird es Robben. Ja, Mann, Alter. 88er. Arjen Robben versteckt sich hier erstmal. Komm raus, Junge. Jawohl, komm raus, Mann. Nice, ey. Eben noch drüber geredet. Ich hab's eben noch gesagt. Es hätte Arjen Robben sein können. Und diesmal ist er am Starter. Leider nur noch 86 Tempo. Ich weiß nicht, wie viel der Wert ist. Damals, wo ich ihn gezogen hatte und ihn dann verkauft habe, habe ich, glaube ich, 130.000 oder so für ihn bekommen. Ja, jetzt wird er wahrscheinlich, ich würde jetzt mal schätzen, unter 100k. Aber das Gute ist, 88er rated. Das heißt, im besten Fall könnte da jetzt sogar noch so ein Mbappé oder Salah oder so drin sein. Das ist halt das Freshe an so einem, ja, hochgerateten Walkout. Wir schauen einfach mal, Leute. Okay, come on, hau jetzt noch hier ein Mbappé raus oder ein Salah oder was weiß ich. Come on. Und wir haben da, ey, 2 Walkouts in einem Pack. Na, und Dembélé auch noch. Ey, der andere Dembélé wäre fresher gewesen, der von Barca. Aber Miranda ist Walkout und Robin ist auch Walkout. 2 Walkouts in einem Pack. Das nenne ich mal fresh. Und Dembélé, ich glaube, der ist auch seine 20k noch wert. Ja, 20k, Miranda glaube ich auch. Brauchen wir jetzt nicht nachschauen. Aber Arjen Robben, schauen wir mal nach. Der ist, ja, okay, ich hatte es ja gesagt, wahrscheinlich unter 100k. Ja, 80k ist der nur noch wert. Wäre der ein bisschen schneller, Mann. Stell dir mal vor, der hat ja letztes Jahr, glaube ich, 89 Tempo oder so. Hätte das dieses Jahr auch noch, der wäre locker 10-20k mehr wert. Aber, naja, okay, wir haben wenigstens noch ein ganz gutes 100k-Pack gezogen, muss man sagen. Das heißt, im Endeffekt war dieses 100k-Pack jetzt auch nur vielleicht sagen wir mal 150.000 maximal wert. Also jetzt auch nicht so krass wie 100. Also ist schon in Ordnung, geht schlechter. Ihr habt die ersten beiden Packs gesehen. Von daher ist es auf jeden Fall in Ordnung. Geht natürlich auch besser, auch ganz klar. Aber ich bin zufrieden, Mann. Aber wenigstens, wir haben ja so gesehen noch 2 Walkouts aus 300k-Packs gezogen. Allerdings natürlich nur, weil hier 2 in einem Pack drin waren. Naja, egal, was soll's. Scheiß drauf, Mann. Jetzt kommen wir zum alles entscheidenden Pack. Und zwar das 11 Inform Pack. Ich bin gespannt, Leute. 11 Team of the Week Spieler. Und wenn es krass wird, Leute, wenn es krass wird, sind Mbappé, Salah und Mats Hummels alle zusammen drin. Es könnte das bislang krasseste FIFA 18 11 Inform Pack werden, von den Preisen her der Spieler. Ich glaube, mein höchstes Pack war bei Stranger. Das war, glaube ich, 700k wert. 6 bis 700k, so irgendwie dazwischen. Und heute könnte es heftiger werden. Ich bin gespannt. Wir schauen jetzt einfach mal, Leute. 3, 2, 1, Nosepack, let's go. Come on. Bitte, Mann. Hummels vorne drauf. Und dann noch Mbappé und Salah drin. Oder Salah und Mbappé. Ist mir auch egal. Come on. Salah. Ja, Mann. Es ist Salah. Okay. Nice. Oh, shit, ey. Mehr oder weniger gehalten. Mal schauen. Drei Stangen raus. Scheiß drauf, Mann. Bam, ey. Salah ist am Start. Nice, ey. Und es könnte, Leute, es könnte Kylian Mbappé dahinter sein. Das ist das Heftige an diesem Pack. Hummels ist mir scheißegal, Mann. Stürmer Salah. Junge, was ist das? Was ist der Typ für eine Maschine? Ich verstehe gar nicht, warum der nur 300k wert ist. Ich hätte gedacht, der ist fast dasselbe wert wie Mbappé, aber ich würde sagen, 300k. Kann man mit arbeiten. Und die Frage ist jetzt, ist noch Kylian Mbappé dahinter? Wenn Mbappé jetzt noch dahinter ist, dann sind die beiden Spieler schon alleine 800k wert. Und dann ist dieses Pack knapp 1 Million Münzen wert. Dann ist das bislang beste FIFA 18 for Champions Pack, das ich jemals gezogen habe, Leute. Okay, come on, Alter, bitte. EA,
Gönnt jetzt einfach Kylian Mbappé. Die Nase des Packlacks macht das Ganze. Come on, bitte. Come on! Nein, 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 es ist nicht Mbappé dahinter. Ah, schade, Mann. Aber okay, Salah ist... Ja, wie gesagt, seine 300k wert. Seht ihr es? Mann, ey, scheiße, Mann. Wäre jetzt noch ein Mbappé, okay. Wäre auch vielleicht zu viel verlangt, muss man ja ehrlich sein. Es sind immerhin... Ja, okay, 3 Walkouts sind hier im Pack drin. Geht auch ein bisschen vom Pack. Geht das eigentlich auch besser, ich lasse mal ehrlich. Sirigu, Sanson. Die sind alle... Das ist halt das... Boah, Traoré, Alter, der ist fresh. Den habe ich mal als One-Swatch gezogen. Habe ich allerdings direkt verkauft, weil ich dachte, der kriegt ihn in Form jetzt. Oder habe ich ihn verkauft? Vielleicht habe ich ihn noch. Ich weiß, muss man gleich nachgucken, mein PlayStation-Account. Aber ich glaube, ich habe ihn verkauft. Sonst hätte ich jetzt den 82er, aber bringt auch nicht viel mehr. Der ist auch nichts wert. Origi, der ist noch, glaube ich, seine 25 bis 30k wert. Ja, wow, 35 sogar. Okay, geht klar. Mal schauen, Talisca. Mal gucken. Na, 24 ist in Ordnung. Sanson, der wird wahrscheinlich nicht wirklich viel wert sein. Ja, so sieht's aus. 20k, Radecki und, oder Radetzky, oder wie der Typ auch mal ausgesprochen wird. Wird auch nicht so viel wert sein. 20k und Baines ist halt wahrscheinlich einer der schlechtesten Linksverteidiger überhaupt aus der Premier League, weil der Typ voll langsam ist. Ist trotzdem immer noch 40k wert. Hat aber einen kranken Schuss, muss man sagen, für einen Außenverteidiger. Naja, das war's dann von diesem 11-Inform-Pack. Wir zeigen euch, oder ich wollte euch jetzt auch noch das Team zeigen. Wir packen ihn alles mal hier in den Verein. Geht klar, ich würde sagen, das ist in Ordnung. Ich denke mal, das Pack war 500k oder so wert. Und hier, da seht ihr das Team, Leute. Mit dem Team 39-1 zu machen, ist absolut heftig. Ein absolutes Cheap-Team. Also was heißt im Vergleich eigentlich relativ cheap, wenn man jetzt mein Team oder so nimmt. Da ist das Team hier schon richtig cheap dagegen. Also ihr seht es. Es ist auch mit teilweise billigeren Teams einfach möglich, 39-1 rauszuhauen, Mann. Also, baut euch das Team hier nach. Oder was weiß ich, diese Innenverteidigung hier mit Chiellini und Boateng oder der Typ hier im Tor, Fährmann, ist eh der Beste meiner Meinung nach. Also, könnt ihr euch gerne so nachbauen. Das war's. Danke nochmal für die Packs. Ich packe euch natürlich alle Links in die Videobeschreibung. Könnt ihr gerne mal abchecken, sein Twitter und so weiter. Und ja, checkt natürlich auch noch gerne meinen Shop aus, falls ihr Bock habt auf die Nice Hoodies. Link ist wie immer ganz oben in der Videobeschreibung. Gibt es, ihr wisst es, in Blau, gibt es in Rot, in Grün und noch viel weitere Sachen. Außerdem, eine gratis Autogrammkarte gibt es auch noch zu jeder Bestellung dazu. Von mir natürlich persönlich unterschrieben, also gerne abchecken. Macht's gut, ihr seid die Besten. Haut rein und ciao!